Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Fallout Shelter. Heute wieder im Solo-Modus. Heute auch ein bisschen später als sonst, weil ich heute sehr spät nach Hause gekommen bin, heute Morgen. Und dann schlafen gegangen bin. Und heute werden wir einiges reißen, hoffentlich. Bin gespannt. Ich guck mal kurz auf meine Aufträge. Ich weiß nämlich nicht mehr, was wir machen sollten. Stelle 21 seltene Outfits her. Also wir werden da ein bisschen Zeit wahrscheinlich mit verbringen. Aber wir kriegen dafür auch ein Mr. Handy. Also es ist ja nicht umsonst. Erhöhe Luck von 20 Bewohnern. Sind wir jetzt dabei? Müssten wir eigentlich, ich glaube, innerhalb der nächsten Woche schaffen. Frage ist nur, ist es das wert? Ist es uns das wert, das zu machen? Lass ein Bewohner das Ödland 18 Stunden lang erkunden. Ist auch eine verdammt lange Zeit. Also ich würde glatt behaupten, ich entferne mal eins davon und das ist der hier. Lösche 17 Waldfeuer. 17! Und was kriegen wir dafür? 475 Kronkorken. Das ist rotzig, ey. Das ist rotzig, aber egal. Wir ziehen uns erstmal das ganze Zeug hier rein. Oh nein, du hattest maximal Luck. Ja. Niklas, wieso hast du maximal Luck? Das ging schnell. Und das umso schneller. Okay. Wir haben ein paar Klamotten fertig. Der Mr. Handy sieht ein bisschen demoliert aus. Wir kriegen eine neue Person, die nicht reinkommt, weil wir eine zu große Warteschlange haben. Aber egal. Darum kümmern wir uns später alles. Wir haben ja noch ein bisschen Zeit. Ich werde heute wahrscheinlich nur eine 20-Minuten-Folge machen. Weil wir heute auch streamen wollen und ich bin sehr, sehr, sehr knapp an Zeit. Oh, 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 oh. Und ich habe mir natürlich alle Namen jetzt notiert. Ich bin gerade alle Kommentare durchgegangen. Der eine oder andere wird es gemerkt haben, dass ich ihm nach 6 Tagen endlich mal geantwortet habe, weil ich endlich mal Zeit gefunden habe, endlich mal alles fertig zu machen. Und das heißt, wir werden nach und nach die Leute einfügen, die sich beworben haben. Nicht alle auf einmal, das wisst ihr ja. Also seid noch nicht so ganz traurig, wenn ihr nicht da seid, denn die Liste ist mal wieder ein bisschen länger. Wie immer. So. Auf jeden Fall legen wir mal los. Erstmal sammeln wir hier alles ein, bis jeder maximal hat. Oh, da ist ein Maximaler. Noch ein Maximal. Oh, alle sind schon maximal. Was geht denn? Maximal da. Schauen wir mal. Du hattest jetzt Intelligenz voll, das heißt, du wirst jetzt auf jeden Fall zurück an die Arbeit gehen. Und dafür schnappen wir uns jemand anderen, der auch wieder Intelligenz kriegt. Wir müssen hier einen nach dem anderen durchnehmen, damit er maximale Intelligenz kriegt. So, Intelligenz voll. Perfekt. Wir wollen hier alles ja richtig optimal machen. Und deswegen müssen wir hier hin und her changen. Ihr merkt schon, ich bin erst vor kurzem aufgewacht. Meine Sprache ist noch nicht so wirklich ausgeprägt. Der Kopf ist noch nicht so wirklich gestartet. Hoffentlich kriege ich das heute noch hin. So, der nächste Intelligenz-Bestien-Typi ist fertig. Den schicken wir auch hier rein. Ja, da passt er rein. Und dann kommst du mal mit. So, du hast eh fertig. E war ja hier oben. Ich glaube, den hatten wir auch letztens hier runtergeschickt, weil er noch einen Punkt brauchte. Wir müssen auf jeden Fall da ein paar Leute reinkriegen. Am besten machen wir das voll. So, runter mit dir zu E. Wir machen mal das Bild mal ein bisschen größer. Dann kann ich ein bisschen schneller hin und her changen. So, der nächste bitte. Halt, du hast E10, ne? Da muss ich drauf aufpassen. Ich hoffe, der Typ, den ich gerade runtergeschickt habe, hatte nicht eh voll. 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 Ey, das ist gar nicht mal so schlecht hier. Sind ja alle voll? Ich glaube, das hatten wir beim letzten Mal auch schon mitbekommen, ne? Dass alle voll waren. Ja, eventuell den ich gerade runtergeschickt habe, der war wahrscheinlich auch voll. Kann ich mir gut vorstellen. Bei. Ja, sind eigentlich alle soweit fertig, ne? Ich bin begeistert. Das ging schon mal flott und schnell. So, sammeln wir die letzten Jahre rein. Hatten wir hier gar nicht alles voll gemacht? Nein, der war maximal. Ist das eklig.
Mann, mir fehlen uns jetzt so viele Punkte. Oh, das ist so traurig. Dann gehen wir eh trainieren. Wie viel haben wir jetzt voll gemacht? 9. Mist. Aber das dürfte noch irgendwie hinzukriegen sein. Wie lange braucht ihr denn alle zum Schnitt? 4 Stunden, 6 Stunden, 15 Stunden. Den 15-Stunden-Typen holen wir mal raus. Du trainierst einfach für kurze Zeit mal auch eh. Mal gucken wir mal, ist hier jemand, der Lack wenig hat? Du hast wenig Lack. Du hast wenig Lack. Ja, super, klasse. Du hast wenig Lack. Du hast Lack voll. Oh nein, Zombie-Zuru-Guy. Oh, er läuft nicht mehr durch die Stadt. Nein. Ich habe ihn zurückgeschickt. Bullshit. Ah, verplant. Den wollte ich doch eigentlich hier rumlaufen lassen, weil er unser Zombie ist. Na gut, jetzt ist es zu spät, Leute. Jetzt ist es zu spät. Können wir nichts mehr daran ändern. Wieso fehlen hier überall Leute? Oder seid ihr 4? Ne, ihr seid 4. Alles gut, alles gut. So, ich habe hier doch Dopafil. Moment. Ich guck mal kurz in meine Notizen. Der Dopafil, den hatte ich hier irgendwo eingetragen. Wolltest du eigentlich wirklich da arbeiten? Der wollte Ödländer werden. Mr. Dopafil, du wolltest Ödländer werden. Was zum Teufel? Tut mir leid, diese Waffe musst du abgeben. Die bekommen nur die Starken oben. Ich gebe dir einmal ganz kurz die Gefechtsrüstung, damit du die Rüstung nicht mehr trägst, die du jetzt hast. Und dann gehst du hier hoch. Hast du eigentlich schon eine Nummer erwähnt? Dopafil? Hatte keine Nummer, okay, gut. Dann nenne ich dich einfach ganz normal 1. Insofern du dich meldest. Wenn nicht, kriegst du später eine andere Nummer, die ich dann selber entscheide. So. Gut, gut, gut. Erstmal die Metallrüstung an mich. Dankeschön. Das war Nummer 2. Komm schon, ich will noch eine Metallrüstung. Gib mir eine Metallrüstung. Achso, Rüstung. Ich wollte gerade sagen, was stand denn da? Metallrüstung. Warum muss die so weit unten sein? Es wäre cool, wenn man hier Sachen als Favoriten speichern könnte. Dann müsste man nicht so ewig suchen. Also Bifesta, Favoriten. Wir brauchen Favoriten. Also, ihr seht, Bifesta, ich laufe hier durch die Gegend und suche mir den Scheiß hier zusammen. Robuste Metallrüstung. Nein, mir fehlen 4 Schaufeln, aber wir haben jede Menge Ödländer. So. Wir gucken erstmal, was wir hier herstellen. Was haben wir noch nicht hergestellt? Mal gucken. Wir müssen erstmal seltene Waffen natürlich, legendäre können wir noch nicht, ne? Stufe 3. Wir haben 16.000, damit können wir noch lange nicht Stufe 3 machen. Ach, stimmt, die Leute wiederbeleben. Oh. So viel zu tun in meiner ersten Folge, ne? Schaffen wir alles gar nicht. Das kann ich alles nicht herstellen. Ich brauche so viele Schaufeln. Schaufeln sind das Wichtigste in diesem Spiel, habe ich so ein Gefühl. Jedenfalls für seltene Gegenstände, nicht für legendäre. Ich nehme mal an, uns fehlt die schwere Impro-Pistole. Oder der Stecherabzug. Nee, machen wir den Stecherabzug. Wie lange dauert das? 1 Stunde, 10 Minuten. Ja, cool. Das ist doch schön. So. Liebe Ödländer. Ach du Scheiße. Oh. Sind das viele. Erstmal wiederbeleben. Wiederbeleben. Ach, immerhin 2 legendäre Endergramme. Oder wie die auch immer heißen. Wieso sag ich eigentlich jetzt mal Endergramme? Ich glaube, Endergramme hat eher was mit Zauberkunst zu tun, oder? Rezepte. Rezepte. Oder kann man das auch Endergramme nennen? Kann man das auch Endergramme nennen? Weil ich sag jetzt jedes Mal Endergramme. So. Sonja, meine Liebe. Ah. Ich hab dich so glücklich gemacht in der letzten Folge. Und du hast für mich nichts gefunden. Das finde ich jetzt nicht so wirklich in Ordnung. Na gut, 2000 Kronkorken. Besser als nichts. So, Noisy Boy. 5500 Kronkorken. Das gefällt mir doch eher. Und was habe ich da gesehen? Ein Rezept für eine legendäre Waffe. Oh, das ist richtig gut. So. Speckles. Oha, Speckles.
Respekt an dich. Jetzt schon mal zwei legendäre Rezepte. Das freut mich. Und dann schicken wir dich mal zurück. Was hast du dich für seltsame Sachen an? So, King Julian, auch zwei legendäre Rezepte. Also wir kriegen langsam die Rezepte zusammen. Das freut mich. Müssen wir eigentlich nur noch das Ding auf das nächste Level kriegen. Dann könnten wir natürlich geilere Sachen bauen. Das wäre natürlich episch. Komm mal zurück mit deinen 10.000 Kronkorken, die brauche ich. So. Ich würde sagen, als allererstes schicke ich mal Fallout Boy zurück. Bei dem muss ich nämlich noch ein paar Sachen ändern. Und dafür werden wir erstmal alle normalen Sachen verkaufen. Ja, viel ist nicht übrig geblieben, ne? Naja, Gleisgewehr. Und das war's. Da kommt ein Gerät. Mit seiner richtig schicken Metallrüstung. Verdammt, ich krieg den nicht zu fassen, ne? Ja. Hab ich dich. Dann komm mal zurück und... Ich habe gar nicht geguckt, was du trainieren kannst, ne? Trainier mal Intelligenz. Das wird dir bestimmt nicht schaden, ne? Genau, das schadet nicht. So, als nächstes möchte ich gerne Jessica Foster reinschicken. Und zwar soll sie den Namen... da. Erstmal schicken wir sie rein, ne? Ich glaube, sie wollte... Intelligenz. Sie wollte eine Intelligenzbestie werden. Dann schicken wir sie doch mal runter. Und zwar erstmal zum Intelligenz trainieren. Das ist wohl erstmal ganz wichtig. So, und du, mein Freund, du gehst halt zurück. Und zwar... Da rein. So, wo ist jetzt Madame hingelaufen? Da läuft Madame. Und zwar nennen wir sie Lea. Übrigens als sehr schönen Namen empfinde. Und Strack. Strack, ich hoffe, ich habe das richtig geschrieben. Sie wollte so braunes Haar haben, rot-braun. Und... Ist eine schicke Farbe, oder? Wenn du eine andere Haarfarbe willst, sag mir Bescheid. Solange werden wir es dabei belassen. Oder eine andere Haarform. Ach komm! Doch nicht in der ersten Folge. Leute! Das könnt ihr mir doch nicht antun. Wieso hast du keine Klamotten? Zieh wenigstens irgendwas an. Und irgendwas? Ich hab zwar sehr viel, aber nichts Gutes. Hier, nimm die seltene Rüstung. Gott. Apropos. Nimm doch mal den Gatling-Laser. Die brauchen wir auch noch unbedingt. Spartan-Rüstung, ey. Oh je, oh je, oh je. Wieso habt ihr alle noch so billige Waffen? Braucht mehr starke Waffen. Viel mehr starke Waffen, Leute. Oh, Spummi. Weißt du, da haben wir dir schon so ein Tier gegeben, das dir weniger Schaden erleiden lässt. Und dann kippst du mir trotzdem fast um. So wollte ich das sehen. Naja, die Todeskrallen. Die Todeskrallen ziehen auf jeden Fall jetzt kein Opfer mehr. Das heißt, die Todeskrallen kommen jetzt nicht mehr durch und erschlagen auch niemanden mehr. Das ist richtig gut. Das ist eigentlich das, was wir schon immer haben wollten. Und jetzt haben wir es endlich geschafft. Niemand stirbt bei einem Angriff. Ich muss sagen, ich bin begeistert. Ich bin begeistert. So, dann weiter im Text. Wir brauchen das Geld. Ganz dringend. Barbara Martin? Du bist neu. Dann lassen wir dich erstmal stehen. Holy shit! Aiden! Oha. Und dann noch richtig schön 10.000 Kronkorken. Also Aiden, pff. Top. Drei Schaufeln! Aiden, top. Nicht verkaufen, nein. Alter, drei Schaufeln. Ich bin begeistert, aber dich brauche ich nicht. Und dich brauche ich nicht. Sonst kann man eigentlich alles mitnehmen, oder? Was damit? Charisma brauchen wir eigentlich gar nicht, ne? So. Powerrüstung. Jetzt brauchen wir nur noch das Geld, um das Ganze aufzurüsten, ne? Nice. Der Harry Stutzen. Der kommt mir bekannt vor. Ich glaube, den hatten wir schon mal. Den habe ich wie alles andere auch aus Versehen verkauft. X01 MK6 Powerrüstung. Aiden, ich bin sehr, sehr stolz auf dich, dass du mir das gebracht hast.
Alter Schwede. S5. Coole Nummer. Coole Nummer. Freut mich. So, Aiden, wo bist du? Da bist du schon. Aiden, das hast du richtig gut hinbekommen. Was hat das nochmal für Werte? Ach, der war voll. Außer A. Er braucht A. Ist ja fast voll dir. Komm, trainier mal A. Ich bin begeistert. Ich bin begeistert. Kein Wunder, dass er so viel gefunden hat. So, dann haben wir jetzt Feines, der endlich Level 50 gekommen ist und jetzt endlich bei den Spartans mitchillen kann. Erstmal alles verkaufen. Nochmal 10.000 Kronkorken. Das gefällt mir. Die S5-Rüstung behalten wir definitiv. Eine Schaufel gefunden. Besser als nichts. Und dann sammeln wir das Ganze ein. So. 38. Wir müssen gleich mal gucken, wie teuer das Ganze ist. Was brauchst du eigentlich noch? A. Dann trainier mal A. Wie sieht's hier aus bei euch? Maximalstufe erreicht. Nugget ist komplett fertig. Was trainiert ihr eigentlich hier gerade? C, Charisma. Und Charisma seid ihr alle noch nicht voll. Du bist allerdings voll, was mir allerdings auch nichts bringt. Naja, gut. Die Spartan sind also fast alle fertig, ne? So gut wie. So gut wie. Sagen wir es so. So, dann haben wir hier den Gorminator. Eigentlich nur Müll gefunden. Also Müll im Sinne von Müll. Hattest du ein Haustier dabei oder so, was dir nur Müll gegeben hat? Rostiges Sturmgewehr. Ja, coole Nummer. Bin begeistert. Dann komm mal zurück. Ich muss mal darauf achten, was die trainieren müssen. Alles. Das dauert noch, bis der fertig ist. Und dann haben wir hier noch Tevin Tyrone mit seinen 12.000 Kronkorken. Und wir können nicht alles einsammeln. Aber egal. Bam. Schaufeln. Du hast nur Müll. Nee, eine Waffe. Eine Waffe. Wolltest du sagen, nur Müll? Ist ja komisch, ne? Präzision Institutsgewehr. Oh mein Gott. Das will ich bauen. Ah, das ist legendär. Halt, was trainierst du? P, würde ich sagen. Ja, machen wir bei ihm als nächstes P voll. Pö. So. Pö a pö. Wir sind eigentlich heute nur am Spartans zurückschicken, ne? an Ödländer zurückschicken. Also Müll ist das, was wir ohne Ende kriegen. Das kann ich euch sagen. Auch wenn wir es nicht wirklich brauchen. Verbesserte Institutpistole, ja, gut. Nehme ich auch. Moment. Trainieren wir bei dir mal Stärke. So, dann haben wir hier als nächstes den Jules Verne. Jules Verne hatte nichts gefunden anscheinend. Zwei Schaufeln. Ah, Schaufeln, ja. Schaufeln sind richtig gut. Junkjet. Müssen wir sowieso noch bauen, um die Perfektion zu erreichen. Das dauert ja immer so eine Weile. Ich habe schon wieder nicht geguckt. Mann, Zero, guck doch nach, was die brauchen. P. Dann trainier du mal P. So. Dann haben wir hier Momo. Oh Gott, wir können das Zeug für Momo nicht tragen. Gut, machen wir das alles in der nächsten Folge, wenn wir im Livestream sind. Heute 20 Uhr Livestream, Fallout Shelter, ihr wisst Bescheid. So, gut, dann haben wir das auf jeden Fall geschafft. Hier haben wir noch ein paar Level-Ups. Wir können eine weitere Person reinlassen. Wieder eine Frau. Michelle Patterson. Ja, Miss Patterson, es tut mir leid. Ich habe nur eine Frau als Reserve. Ich möchte beziehungsweise nur eine Frau als Reserve haben. Und die steht ganz vorne und hat sogar Klamotten dabei. Ihre eigenen Klamotten, Michelle. Hast du das gehört? Nein, ich habe sie rausgeschickt. Nein, ich habe sie rausgeschickt. Ja, dann stirb im Ödland. Ist mir doch scheißegal. Dann stirbt sie halt im Ödland. Ich wollte sie endlich rausschicken, also aus der Vault rausjagen. Aber jetzt läuft sie halt raus und sucht. Bis heute Abend ist sie gestorben, Leute, und dann entfernen wir sie. Es sei denn, sie hat was Cooles gefunden. Was wir definitiv brauchen. So, wir haben genug Schaufeln gesammelt. 70.000 haben wir jetzt. Wie viel kostest du? 90.000. Und du?
60.000. Ja! Bäm! All meine Kronkorken rausgehauen. Apropos. So bin ich sehr glücklich mit deiner Frisur, Mr. Chris V. Wir machen mal hier das hier weg und die 1 auch weg. Wir lassen jetzt also einfach die 1 weg, bis wir alle nummeriert haben. Du bist aber nicht wirklich glücklich, das gefällt mir nicht. Weißt du was, Chris? Du solltest erstmal ein bisschen arbeiten, bis du glücklich bist. Da wirst du glücklich werden. Denn Arbeit... Nein, ich sag's jetzt nicht. Ich wollte schon was sagen, aber... Ich lasse es lieber. Arbeit macht dich glücklich. So sagen wir das. So. Gut, jetzt können wir gucken, was für legendäre Sachen wir bauen können, ne? Können wir nicht. Können wir erst heute Abend. Warum? Ah, ich hab's verkackt. Ich hab's verkackt. So, gib mir mal seltene Waffen. Ja, seltene. Waffen, sag ich schon. Rüstung. Wo ist die denn? Ich hab sie gerade noch gesehen. Kannst dich nicht vor mir verstecken, Rüstung. Da ist sie. So, 5 Stunden. Wir haben es jetzt knapp 2 Uhr bei mir. Das heißt, um 19 Uhr ist es fertig. Und um 20 Uhr streamen wir. Das ist perfekt. So möchte ich das sehen. So und nicht anders. Und wie lange braucht ihr hier unten bei Glück? Das haut auch hin, das ist gut. Allerdings musst du nach oben und du, mein Freund, gehst nach unten. Somit müssten wir 10 Stück hinbekommen. Wenn wir dann in der ersten Folge im Stream jemanden losschicken, der ein Glück hat und den da trainieren lassen, dann müssten wir heute den Auftrag schaffen. Rein theoretisch, rechnerisch. Mathematik und so. Nein, da wollte ich nicht hingucken. 5 Stunden, also fast 6 Stunden, ne? Obwohl, 20 Uhr müsste der fertig werden. 20 Uhr müssten die alle fertig werden, okay. Okay, das ist gut, das ist gut. Ja, Freunde, ich würde sagen, das war's für eine kleine Folge. Wir haben nicht viel gerissen, aber wir überhin... Das hier so weit aufgestuft, dass wir da legendäre Waffen bauen können. Und das heißt, dass wir jetzt so langsam alle Leute mit richtig starken Waffen ausrüsten können. Wir werden auf jeden Fall mit den Spartans anfangen. Ich weiß ja nicht, was wir da alles für Sachen haben. Aber wenn wir irgendwas über 20 Damage haben, dann werden wir dies zuerst den Spartans geben. Und dann den Ödländern. Dann die Feuerwehr. Und so weiter und so fort. Gut. Vielen Dank fürs Zuschauen, Freunde. Wir sehen uns heute Abend oder morgen in der nächsten Folge, je nachdem, wann ihr Bock habt. Timing. Haut rein. Euer Zero. Tschüss.